Einem gefährlichen Serienmörder, dem bis heute nicht der Prozess gemacht worden ist, ist Kai Korthals aus dem Tatort. Ja, der ist ja nicht unbedingt gestorben. Gibt es da Überlegungen, nochmal eine dritte Begegnung mit Buchowski stattfinden zu lassen? Ich habe jetzt nichts wieder gehört. So im unmittelbaren Echo so der Sequel kam dann nochmal so die Anfrage, ob ich denn generell bereit wäre, noch einen dritten Teil zu drehen, oder es gab auch die Überlegung, da in Serie zu gehen, also das eigentlich fast umzudrehen und das aus der Sicht eines Serienkillers zu erzählen, bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Also, da hättest du auch Bock drauf. Ja, das ist ja immer so ein bisschen schade beim Fernsehen, dass man dann teilweise tolle Rollen spielt und die verschwinden dann einfach wieder. Es gibt auch eine andere Rolle, die ich wahnsinnig genosse, Amandine Winter in dem Polizeiruf, Transsexuelle in dem Polizeiruf, Matthias Brandt in der Regie von Jan Bonny. Da denke ich mal, Mann, das würde ich auch gerne weiterspielen, ja, aber das ist dann einfach weg. Und Kai Korthals ist mir wahnsinnig ans Herz gewachsen. Also ich hab da immer Lust drauf, den wieder zum Leben zu erwecken. Danke für das Interview. Ja, gerne.